Psst, Mario, aufwachen, dein episches Abenteuer geht weiter. Mamma mia. Ja, Leute, ihr merkt schon, die Stimme ist anders da, das liegt an einer Sache. Alex hatte keinen Bock mehr auf den Kanal, der kam letztens verwahrt gesagt, du Julian, das wird so nix. Wir müssen irgendwie was anderes machen. Ich weiß auch nicht, was er hatte. Naja gut, dann kam Mario bei mir vorbei und hat gesagt, bitte helf mir, ich muss der Peach retten. Oder so ähnlich hat er das zumindest gesagt. Und das konnte ich natürlich nicht zulassen, dass der arme Klempner, ja, hier keine Hilfe von mir kriegt. Deswegen helfe ich ihm jetzt. Und deswegen sammeln wir jetzt hier auch schon die Supersterne, die eigentlich Igni sehen sein sollten. Naja gut, dann erfüllen wir mal Marios Wunsch. Natürlich ist alles gelogen, ich bin dabei diesmal mit meinem Bro, den Julian. Der ist nicht wirklich mein Bro, aber wir sind halt Best Friends forever. Ja, wir kommen zum dritten Part von Super Mario 64 Sunshine. Ne, Super Mario Sunshine 64, nennen wir es so. Im letzten Part haben wir Bowser das Handwerk gelegt. Wir haben gesagt, er soll sich eine andere Dating-Seite suchen. Das ist mein Peach, genug Blondinen. Die geiler sind. Die geiler sind zum Beispiel. Ja. Das war zu hoch. Natürlich liebe ich unseren Kanal über alles. Deswegen verlasse ich ihn nicht so schnell. Das war nur ein Troll. Diesmal werden wir alle Münzringe durchfliegen. Also der Julian ist am Zocken, ich bin heute nur am Kommentieren. Deswegen würde ich, also, erwartet nicht zu viel von mir. Ich bin besser. Mit dem Controller auf jeden Fall. Das stimmt. Ich habe ja letztens gesagt, mein Controller spackt ein bisschen, der läuft wirklich ein bisschen nach links. Der Juli weiß das jetzt auch. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ja, aber zum Glück gibt es ja diese, ich wollte schon RTL-Palme sagen, aber warum die RTL ist, weiß ich nicht. Das N steht für Niveau. Ja, bei RTL steht das N für Niveau. Lasst euch das durch den Kopf gehen, Leute. So. Weil der hat mir auch das, ein neues Level betreten. Echt? Ja. Dein Lieblingslevel, was du gesagt hast. Nein. Stampfattacke. Okay, das war ein Fail. Perfekt noch durch die Lücke. So, das war jetzt zu viel und ich sehe nichts. Guck mal, hier, diese Super Bomb-Bombs aus Schlamm. Gefallen mir auf jeden Fall. Not. Los jetzt, ey. Das hatte ich auch schon vor. Das fand ich jetzt nicht lieb von euch. Mach einfach drei Sprünge, kommst du auch da hoch. Hatte ich ja vor. Aber der fliegt ja dann. Nein, ich meine, da, bei den anderen Steinen. Da kannst du nur drei Sprünge machen, dann bist du schon oben. Ja. Nein, der geht einfach. Ich lauf lieber. Ja. Warum verschwendet jetzt hier 5 Minuten für eine Mission? So schnell eigentlich. Ja, ja. So, Mario. Jetzt machen wir es ja aber mal richtig, damit es klar ist. Genau. So. Wegen dem Rauschen haben wir immer noch keine Lösung gefunden. Wir werden uns einfach irgendwann ein Mikro holen. Lustig. Besseres. Besseres Mikro. Boah, das war... Das Moment, war, ich aufnehme, okay. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Oh. Ist Mario dumm? Schön asynchron. Er schreit, weil er den Boden wieder... berührt. Ja, da kriege ich auch immer Panik, wenn ich ehrlich bin. Boah. Also. Da bin ich, glaube ich, mal... Oh. Ich fast sagen, ich bin, glaube ich, mal vorher gesprungen, weil es nicht passt. Ja, ich bin so ein Nachmacher-Boys. Ja, Boys vor allem nicht mehr. Ja, Mario, ich weiß, du hast jetzt Angst vor den Kanonen, aber tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wo muss ich hin? Man sieht hier keinen anderen Moment. Wir werden mit ungefähr 6 bis 7 Missionen machen, hat gerade beschlossen, weil das geht ja richtig schnell. Und genau diesen Münzring verpasse ich auch nochmal. Diesen vorletzten. Der ist so weit unten oder so. Der ist ekelhaft. Na gut, den wollen wir jetzt hier nicht supporten. Ich mag den eigentlich nicht. Das heißt, ich muss mich so schießen. Boah, ja, was ging denn jetzt ab, Mario? Der ging ja mal richtig quer. Hä, wo sind wir? Also irgendwie mit dem Texture Pack habe ich das Gefühl, sieht man die Münzen nicht so gut. Ja. Marc, ich werde das noch schaffen. Haben schon gleich 5 Minuten verplempert für eine Mission, aber... Das habe ich auch gesagt.
Aber ist so. Du bist auch gut bei der Zeit. Es sei denn, du verpasst das genauso wie ich immer in den. Wenn ich das mache. Boah. Mann, würde der immer so ein bisschen noch nach links lenken, dann. Warte mal, ich glaube, da gab es sogar einen Trick. So, mal probier erstmal eine neue Kappe. Nein. Wir wollen jetzt hier nicht abheben. Nein. Wollen wir ja nicht. So, dann stellt man sich hier genauso hin und ich versuch's einfach mal normal. Weil das ist ja eh relativ weit unten. Ich hab noch eine kleine Ankündigung. Los! Wenn Julian hier mal schön untergeht. Ich wollte sagen, wir haben jetzt einen neuen Kanal. Gamers, das ist für ein Arsch, sagen wir so. Und auf Master. Also der Kanal heißt MasterSword.dx. Und was wir da machen werden mit Juli jetzt sagen. Dass Mario blöd ist, sage ich jetzt erstmal. Und dann sage ich, wir machen da sowas wie Walkthroughs, also sozusagen Let's Plays, wo wir nicht reden, einfach mal zocken. Wenn man einfach, mal einfach mal um mehr Zuschauer anzulocken oder um so. Oder einfach mal zu sehen, dass es uns gibt. Los jetzt! Hab's nicht so mitgenommen. Mann, ich treffe wirklich jeden einzelnen Münze außer die in der Mitte, weil man muss nicht genau. Nicht dahin, nicht die Kanone nehmen. Ich guck das jetzt von hier aus. Ich versuche jetzt alles. Wir sind jetzt alle mittelrecht, Leute. Wenn das gleich halt funktioniert, dann cutte ich das von mir aus. Ja, aber hier sieht man auch nicht die Münzen, das finde ich hier so asozial. Da ist er doch. Okay. Oh man, epic geil. Ja. Na, mal zeig ich jetzt hier den. Jetzt. Der klappt da irgendwie. Der klappt heute echt nicht. Ja, Leute. Nee, ich cutte das jetzt. Das wird mir zu dumm. Bis gleich, sagt doch Mario hier. So, Leute, ich hab's letztendlich geschafft. Er wird hier gespawnt, wo auch hier die roten Münzen sind und so. Ja. Gute 7 Minuten verschwendet, Juli. Mach ich immer wieder gerne. Wird noch besser, hoffentlich. Es gibt auch Scheiß-Missionen gibt's auch. Es gibt auch leichte Missionen. So, ich würde sagen, wir machen die jetzt fertig, außer den 7. Sternen haben wir nicht. In jeder Welt gibt's 7 Sterne. Also 6 Missionen und 100 Münzen sammeln. Und jetzt befreien wir noch den Kettenhund. Wie gesagt, Leute, ich hatte das alles schon mal aufgenommen, aber hat halt keinen Ton. Ja. Da hat mich der Kettenhund ehrlich gesagt gekillt. Der hat mich getötet. Der ist süß. Dieser Kettenhund ist asozial. Hä? Achso, hi, süßer. Oh, da freut sich aber jemand. Also wenn ich der Kettenhund wäre, erst würde ich das Ding aufmachen und dann würde ich Mario zerfleischen. Aber gut. Ja, klar. Erst haben wir schnell eine Gehirnerschütterung geholt und dann den Stern. So, guck, die ging doch jetzt schnell. So muss das sein. So, damit haben wir auch den Kurs fertig und jetzt überlege ich, was gab's denn für andere? Wurm. Genau. Und den Bobberg. Für die Bobs. Aber gut. Nichts gegen Bob außerdem. Diese eine Mission baue einen Schneemann. Wie geht das? Die ist echt schwer, nimm mal. Redet man erst den Schneemann an oder erst, wenn die Kugel da ist? Weißt du, wie ich das gelöst habe? Ich habe irgendwann... Ich hatte schon vorher, glaube ich, mit der... Muss der denn jetzt schon den FS? Keine Ahnung, mit der hatte ich auf jeden Fall... So, jetzt müssen wir die Eule wecken, die ist hier drin. Aber nein, wir machen das ein bisschen anders da. Du musst sie nicht reden. Was sie kann, habe ich schon gesagt. Wer weckt mich hier? Auf jeden Fall... Dieses Bauer einschneiden, man kann ich hab bis heute noch nicht. Ich hab irgendwie was gemacht, ich hab mit denen geredet. Das ist random. Da war's vorbei. Kommt da die Kugel, springe ich voll in die Kugel rein und dann ist die so in den Schneemannkopf reingelenkt und dann hatte der auf einmal einen Körper. So, Leute, ich zeig dich was. Oder soll ich das machen? Ne, ich mach's immer regulär. Ich hab das jetzt so gemacht, so wie du es jetzt vorhast. Also regulär. Ja. Geht aber leider nicht, weil der schon wieder nicht lenken möchte, die kleine Eule. Nee, stimmt, muss der ja rein. Ja, Eule, bitte. Seid Juli nicht böse, der muss erstmal wieder reinkommen. Daran liegt's nicht. Irgendwie lenkt der gerade schon wieder. Irgendwann lässt die Eule auch los, das weiß ich.
Weil die sagt, ey, du bist zu fett, lass los, du scheiß Kind. Ich hasse dich, du. Wecke die Eule, das haben wir auch gemacht. Die Eule ist geweckt und... Und jetzt müssen wir eine geile Felswand zerstören. Und welche, ist das schon? Ja. Und welche wir zerstören werden, seht ihr gleich. Nach der Werbung, Spaß. Die Werbung, Handcremeseife, deswegen jetzt für die Hand. Und ich werde jetzt nicht eingegangen, genau um die Eule zu vermeiden. Ach so, die redet ja immer noch. Ja, ich bin voll die geile Eule und spam dich jetzt voll, deswegen läuft's jetzt sogar. Also, tschüss. Ja, jetzt reicht's. Ja, SpongeBob Sprungkopf hier. Keine Ahnung. So. Ich weiß früher nicht, wie man da drauf kommen sollte. Also hab ich auch gesagt. Ich bin da voll verzweifelt. Bis mein Bruder, das war echt behindert, mein Bruder hat sich einfach mal behindert durch die Gegend geschossen, dann hat er das hier herausgefunden. Machst du jetzt auch mit der Kanone, dass du da reinfliegst? Das wäre dann richtig noch geil. Nein, das mache ich irgendwie nie, das traue ich mich nicht. Das habe ich gemacht. Und ja, Geschmäcker sind verschieden, du stirbst ja auch hier. Also sei leise. Ey, das war nur ein paar Mal. Bei den Kaugummi. Da unten, und du machst hier voll die... Ich will jetzt keine Leute mehr rein. Sag nicht so, du machst das halt nicht so skillig. Pass auf, wie skillig ich das noch machen werde hier. Ja klar, du wirst da voll daneben rutschen. Nee. Das ist super skill, Leute. Safe. Ja, wenn ich jetzt sterbe, habe ich nur noch mehr Zeit verplempert. Das musst du so sehen. Ich gebe dir mal Aufgaben, sagen wir es so. So, jetzt habe ich schon die nächste Mission selber im Kopf. Ich will wissen. Das wär jetzt was schief. Ja, welche denn? Ich hatte nämlich eine. Ich auch. Die Rutsche. Ja. Es gibt nämlich 2 Sterne bei der Rutsche. Hey, listen! So ungefähr, du musst Navi zusammenschlagen. Nein, müssen wir nicht. Ja. So, danke Mario. Man muss die Rutsche unter 20 Sekunden schaffen. Unter 22, glaube ich. Unter 20. 21 zählt auch noch. Echt? Ja. Okay. Und es gibt einen Trick, ich mach's immer so. Was denn? Weil dann die Zeit erst später benutzt wird. Rutsch aber bitte normal, ohne Tricks. Nicht. Bei dem Trick ist man langsamer. Deswegen, ja. Es gibt ja einen Trick. Ja, es gibt so einen Trick, da ist man sofort da unten. Den kann ich eigentlich sogar, aber... Ich kann den nicht. Oh, es wird knapp, es wird knapp. Ja, jetzt als nach vorne. Das hast du geschafft. So nee. Was? Gut. Das ist... Wie habe ich denn das gemacht? Ich hab das genauso gemacht, nicht geschafft. Na gut, dann versuche ich es weiter. Sag es so. Ich hatte das auch wieder schon mal, bis ich es mal geschafft habe. Ich meine, die Rutschbahn, da ändert sich nichts. Das bleibt immer gleich. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Leute, ich habe es geschafft. Zweite, dritte Versuch. Also ich habe noch einen gebraucht und das ist jetzt halt der dritte insgesamt. Ja. Yeah. Ich gebe euch einen Tipp. Einfach wirklich immer das Steuerkreuz nach vorne drücken. Und halt versuchen auch so halt nach vorne und so in die Kurven zu gehen, so. Waren wir jetzt in die neue Map, ja, oder? Ja, ist denn, du hast noch was im Biberberg kommt zu gehen. Oder hole ich den Secrets da? Mit dem Wasser. Hier, der Secrets da? So. Ne, dann holen wir am nächsten Part als erstes. Lord. Das ist eine sehr schöne Map, da kommt auch eine richtig gute Musik drin vor, die 3 Versionen hat. Ja, das sind 3. Die geilste finde ich, also die geilste Wassermusik, die es eigentlich gibt. Ist die in der Höhle. Ich bin jetzt mal leise, damit ihr das einfach mal genießen könnt. Noch gut zu sagen. Es gibt einmal die Version, die ganz normale, dann im Wasser kommt noch irgendwie so ein Instrument dazu im Hintergrund. Und dann in der Höhle kommt so ein leichter Remix, finde ich immer so. Jetzt müssen wir in das Wrack, in das Schiff. Leute, ich sag jetzt, wir sagen jetzt absichtlich nicht einfach mal, damit ihr die Musik hören könnt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier ist so ein Fehler. Na, komm mal raus, Kleiner. Der kommt irgendwie nur raus, wenn du dich schlagen lässt. Dann kommt der bei mir immer raus. Und dann musst du sofort nach oben oder die Münzen holen. Mir kommt eigentlich immer aus, wenn ich irgendwie vorbeischwimme. So, jetzt nach oben tauchen.
Nee, der muss ja es zuschnappen. Nee, muss er nicht. Doch, eigentlich schon. Nein, das ist bei dem anderen. Hier eigentlich auch. So, jetzt wieder runter, dann ist er raus. So, warum mache ich das nochmal? Nee, doch. Süßer. Wie hieß denn der? Kanu? Kanu, ja. Jetzt müssen wir ins Wrack rein und da gibt's einen Stern. Kennst du die Reihenfolge noch? Nein. Als erstes die Außenstehende. Die hier? Nein, die Außenstehende. Die da? Ja. Und hier geht's immer Luftblasen. Die sehen irgendwie komisch aus. Ja, es geht, ich finde die geil. Aber sonst finde ich die Map eigentlich... Ja. So, dann die. Die erste davon. Ja, genau die. Und dann die da rechts daneben. Ja. Und dann die nehmen. Und dann sofort nach oben schwimmen, damit mir nicht da... Naja, ich kenne das. Es gibt auch einen Multiplayer von dem Game hier. Das ist so ein Hack, aber der ist ein bisschen scheiße von der Kamera her. Aber Lust, na gut, so scheiße ist der auch nicht. Ich finde so. Aber jetzt hast du auch Lust, ne? Geht gar nicht. Jetzt kommt der Remixte. Aber den hört man noch ganz leise in dem Schiff. Juli ist mal wieder richtig gut. Hier gibt's aber auch einen Trick. Ich glaube, der ging Peter. Theoretisch. Ja. Ich weiß auch nicht. So, ich teste den jetzt einfach. Na. Mit dem Krabbeln. Nee, geht hier nicht, schade. Das Krabbeln ist manchmal auch ein Hack. Das werden wir bestimmt noch bei einer Mission auf jeden Fall. Der macht kein. Hallo! Na Leute, so. Was ist denn los? Der hält sich nicht fest, der Kleine. Natürlich habe ich das extra gemacht, damit die Musik genießen können, ist ja klar. Der schon wieder. 20 Stars! Oder Shinesprites? Nee, Shinesprites gibt's nicht. Leider. Warum nicht? Das ist echt blöd. Leggy, die leg. Mario freut sich auch und die Kameras. Weiter geht's mit Kano! Locke den Alcano heraus oder er wird dich fressen. Da hab ich das genauso gemacht. Ich hab den Kack nicht schlagen lassen. Ich mach's erstmal was anderes. Also ich mach die Mission schon, aber vorher mach ich was anderes. Ja. Ey, hi! Wie geht's dir, Bombett-Verarschung? Das ist geil. Ja, mir geht's ganz gut. Brauchst du die Kanone? Ich mach sie gleich auf. Na schön, mit Wasser, damit sie noch rostig ist. Kennt man ja so. So, und, einfach reingehen und springen und... Bitte mach die Wände nicht mit deinem Blut schmutzig. Dankeschön. Ja. Was macht der Mann schon wieder hier? Das sind die SMB3 Felder. La. Das war extra. Wir müssen ja eh nicht hoch. Ja. Den Stern in der Mitte können wir noch nicht holen, da brauchen wir noch eine spezielle Fähigkeit. Nee. Warte mal, komm, ich glaube von oben. Ich glaube auch. Das testen wir jetzt mal. Hier musste man. Ah, hey, man, ein Verrückter. Ja, oder Juli versucht halt hier irgendwie zu hacken. Na gut, egal, das will ich jetzt gar nicht. Carlo ist da oben. Hier in seinem Nest. Sieht ziemlich scheiße aus. Das sieht sogar in der Normalversion besser aus. Das ist voll algig. So, jetzt kommt er gleich, so ein schöner Stern. Hat er als Schmuck an seinen Schwanz. Einfachste Mission ever, finde ich. Ich finde, die ist unnötig. Auch wenn, ich verstehe nicht, wieso da so viele Feen den Schwanz irgendwie nicht treffen. Echt? Das, voll viele schaffen das nicht. Das ist doch voll einfach. Vor allem, weil du da unten einfach campen kannst. Leben. Ich würde sagen, ein Stern geht noch. Jetzt gehen wir nämlich in die Höhle rein. Und Mario habt ihr ja gesehen, der hat sich gefreut, der hatte schon so einen guten Blick drauf, der hat sich so gedacht, ich bin voll cool und suche jetzt Schatze. Bei dem Part, den ich verkackt habe, habe ich das so geil geskillt in der Höhle. Boah, es enttäuscht mich voll, dass ich das jetzt nicht habe. Naja. Drei Sprungen. Angeberboy. Angeberboy, hoch 30 war ich da. Ach, dieser klemmt noch nicht. Das waren Zeiten. Kurzer Schnitt. Ja. So, wir hatten einen technischen Fehler und das, ja. Und jetzt geht's weiter mit. Welcher Mission ist das? Achso, die geile Höhle, wo ich geskillt habe. Geskillt. So, Leute.
noch was. Wenn ihr hier durch diesen Münzring hindurchschwimmt, also ganz normal, kommt ein Stern, ja, Regen. So schön wär's. Ein Lebenspilz. Whip-up. So, was steht denn hier? Mario steckt mit dem Mützen. Okay. Warnung, diese Höhle ist verboten. Wer ohne Erlaubnis in sie hineingeht, ist cool. Wir sind cool. Ich enttäusche dich. Ich mache hier einfach einen Müll. Hast du das enttäuscht mich. Hast du gerade überhaupt gesehen, was ich gemacht habe? Ich bin extra reingesprungen. Ja, schon mal geht's ab. So, wie war das hier? Das war hier. Hinten. Das war hier. Hinten, rechts, links, vorne. So viel zu hinten heißt. Da will er angeben und verkacken. Hinten, links, rechts, vorne. Ich will angeben, ich kann's sehen. Du kannst, das will ich in der Regenbogenbubble erzählen. Dass du kannst. Da darfst du die 100 Münzen. Da wirst du die 100 Münzen sammeln dürfen. Genauso wie in Tic-Tac-Trauer. Denkst du, da geht noch was, oder? Ach, wisst ihr was, Leute? YOLO. Ich habe jetzt noch Bock. Auf ein Secret Star. Genau, wenn du hier nämlich, wenn Mario mal keine Fax machen würde, hier... Mach einfach mal einen Seitenplattform. Das geht auch so. Was halt so? Und hier hört man auch nochmal die Musik. Und hier muss man wieder rote Münzen sammeln. Es sind jeweils 4 an den Fenstern hier. Und 4 unten in den Ecken. Ja. Also Schwierigkeit gibt es hier in dem Level gar nicht, finde ich. Also. Es ist einfach nur Münzen sammeln und Musik hören. Die schöne. Ja. Ich finde das auch schon gut, dass das ja eigentlich schon dafür für N64 Grafik hier, dass es da diese Fische gibt, die immer mit einem schwimmen oder vor allem wegschwimmen. Ich finde das eigentlich schon ziemlich gut. Boah, das sieht ja richtig cool aus, der Raum. So alles schön blau. Mhm. Die Wand finde ich geil. Königsblau und so. Türkis. Ich würde sagen, ist das Türkis oder ist das schon... Ja, nee, das ist kein Türkis. Diese blaue Wand ist doch Azur, oder? Ja, das ist Azur des Königs, würde ich schätzen. Und das Blau... Ach nee, eine fehlt noch. Wenn man nah gedrückt hält im Wasser, dann macht er so, aber da ist man langsamer. Ne? Deswegen mache ich lieber mal so. Er schwimmt dann auch langsamer. Kann man ja aber auch besser kontrollieren. Und wenn man das immer in so, ich sag mal, Rhythmus macht, dann schwimmt er am schnellsten. Na gut, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Daumen oben, Bewertung wäre nicht schlecht. Feedback erst recht. Feedback, nicht Feedback. Ja, und Mario guckt wie... Gelangweilter Klempner, der mal wieder keine Röhren gereinigt hat. Und keine Pizza bekommt. Und keine Röhre verlieren kann. Obwohl er Spaghetti am meisten mag. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, teilen, alles mögliche. Zeigt es euren Freunden, wenn sie kein Hirn haben zumindest. Und dann würde ich sagen, tschüss.